Mein Name ist Harald G. Butzko, ich bin Inhaber der Butzko Consult und unser Slogan lautet seit 1987 Spezialist für das Menschliche im Unternehmen. Seit 25 Jahren gehen wir ungewöhnliche Wege, um Unternehmen besser zu machen. Heute geht es um eines der wichtigsten Themen, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und zwar, wie kann ich verhindern, dass in meinem Unternehmen die Zahlen der psychisch bedingten Ausfälle steigen und es dadurch zu Produktionsausfällen kommt. Die Entwicklungen, die sich hier anbahnen, sind äußerst dramatisch. Die BKK, also die Bundesverband der Betriebskrankenkassen, hat festgestellt, 2004 pro 1000 Mitarbeiter 4,6 Krankheitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen, die dort üblich waren. 2011 waren es aber bereits 63,2 Krankheitstage. Das ist eine Steigerung um das 14-fache innerhalb von nur 7 Jahren. Möchten Sie, dass wir Ihnen behilflich sind? Dazu müssen wir uns kurz mit dem Begriff Tipping Point beschäftigen. Der Begriff Tipping Point, zu Deutsch Umkipppunkt, bezeichnet jenen Punkt oder Moment, an dem eine vorher lineare Entwicklung durch Rückkoppelungen abrupt abbricht, die Richtung wechselt oder sich ganz stark beschleunigt. Was in dem Moment geschieht, ist unumkehrbar. Deshalb nennt man es auch Point of No Return. Auch aus dem Sport kennt man so etwas. Eine Überbeanspruchung, zack, ist die Sehne gerissen. Wir kennen das auch bei Menschen, Stichwort Burnout. Wer das schon mal im Kollegenkreis erlebt hat, dass jemand ausgefallen ist, der wird bestätigen können, dass das urplötzlich gekommen ist und oft bei Leuten, von denen man es überhaupt nicht vermutet hat. Das nennt man Tipping Point. Diese Tipping Points werden auch durch den zunehmenden Stress begünstigt. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ganze Abteilungen plötzlich umkippen. Wie der See, von dem man es vorher nicht vermutet hat. Mein Motto seit 1987, Spezialist für das menschliche Unternehmen. Wer das Menschliche auf Dauer vernachlässigt und die Mitarbeiter nur als betriebswirtschaftlichen Kostenfaktor sieht, der wird scheitern. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Möchten Sie, dass wir Ihnen behilflich sind? Wenn Sie dazu unsere Expertise wünschen, dann melden Sie sich. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben und wünsche Ihnen viel Erfolg.